Liebe Leute, groß und klein, es freut mich, heute hier zu sein, um euch zu erzählen eine kurze Geschichte. Ich hoffe, ihr seid schon sehr erpicht. Es war zu Weihnachten genau. Da gab es eine junge Frau, die kam allein den Weg entlang und hatte nichts als Lumpen an. Sie war im 9. Monat schwanger und musste was reimt sich jetzt auf schwanger? Langer? Hanger? Nein, wieso sollte die Geschichte in einem Hanger spielen? Sie ist ja keine Pilotin. Banger, das ist es. Sie war im 9. Monat schwanger, ums Herz wurde ihr immer banger. Denn mitten unterm Gehen bekam sie plötzlich ihre Wehen. Auch ihre Fruchtblase war geplatzt, der ganze Boden war vollgepatzt. Nein, tut mir leid, sowas können wir echt nicht bringen. Ich kann nicht sowas Derbes sagen, nur damit es sich reimt. Ich glaube, es ist besser, wenn ich das reimen lasse und die Geschichte so erzähle. Gut, also wie gesagt, die Frau froh, wahnsinnig. Sehr gut. Und auch die Wehen traten ein. Sie musste sich hinlegen, denn ans Weitergehen war nicht mehr zu denken. Die junge Frau rief laut, ob ihr jemand helfen kann. Kann mir jemand helfen? Hilfe! Hilfe! Viele Menschen gingen an ihr vorbei. Doch Weihnachten mit all den Dingen, Familien, Feiern, Geschenke, war so sehr in ihren Köpfen, dass sie keine Zeit mehr hatten, auf die junge Frau zu achten. Doch dann kam ein Schneider des Weges. Er hatte es sehr eilig, denn er wurde sehnsüchtig von seiner Familie zum Weihnachtsabend erwartet. Doch als er die junge Frau sah, da konnte er nicht anders, als ihr zu helfen. Denn er war nicht irgendein Schneider. Er war ein Zauberschneider. Ja, immerhin sind wir in einem Weihnachtsmärchen, da ist sowas völlig normal. Auf jeden Fall hatte der Schneider einen Sack bei sich, in dem viele verschiedene Stoffe waren. Und egal, was jemand brauchte, der Schneider konnte im Handumdrehen das gewünschte Kleidungsstück aus seinem Sack zaubern. Als er sah, wie sehr die Frau fror, da zog er eine dicke Decke aus seinem Zaubersack. Tja, jetzt fror die Frau zwar nicht mehr, doch rief sie dennoch noch um Hilfe. Hilfe! Und da der Schneider nicht mehr weiter wusste, wie er ihr sonst noch helfen konnte, rief er auch um Hilfe. Hilfe! Und wieder waren Schritte zu hören. Schnelle, leichtfüßige Schritte. Sie gehörten einem Sportler, der war zäh und ausdauernd. Und obwohl Weihnachten war, ließ er sich nicht von seinem Training abbringen. Der Schneider versuchte dem Sportler zu erklären, dass die Frau Hilfe braucht. Doch der Sportler wusste leider auch nicht, wie er ihr helfen konnte. Aber er war eben zäh und ausdauernd und deswegen beschloss er loszulaufen, um nach Hilfe zu suchen. Nach kurzer Zeit kam der Sportler mit einer dritten Person wieder. Der Mann im Anzug war ein Manager. Er war müde von der vielen Arbeit und wollte heim zu seiner Familie, die er so selten sah. Aber als er von der jungen Frau hörte, die in Nöten war, da erklärte er sich natürlich sofort bereit zu helfen. Wie gesagt, wir sind in einem Weihnachtsmärchen, da haben sogar Manager ein gutes Herz. Der Manager, er war es gewohnt, unter Druck einen kühlen Kopf zu bewahren. Deswegen war er auch hier sofort her. So, meine Herren, zuallererst müsst ihr mal die Situation analysieren. Mein lieber Herr Schneider, es ist zwar sehr gut, dass Sie der jungen Dame eine Decke gegen die Kälte gegeben haben, aber die Hauptursache für Ihre derzeitige
prekäre Situation haben Sie damit noch lange nicht behoben. Meine Herren, diese Frau ist schwanger. Sie steht kurz davor, ein Kind zu gebären. Nur die Ruhe, was wir jetzt brauchen, ist ein Doktor. Also, Herr Sportler, darf ich Sie bitten, loszustarten, um einen Doktor zu finden? Darf ich wieder? Dankeschön. Sonst kennt sich ja im Publikum keiner mehr aus, wenn Ihnen niemand erzählt, was da eigentlich so passiert. Also, der Manager hat den Sportler losgeschickt. Ach, da ist er ja schon. Ich habe einen Doktor gefunden. Sehr gut, Frau Doktor. Dann walten Sie Ihres Amtes. Entschuldigung, wie lange wird das noch dauern? Ja, wollen Sie nicht vielleicht mal da so nachsehen? Ja, was ist denn los? Ich dachte, Sie sind Doktor. Ja, Doktor der Psychologie. Ich kann versuchen, Sie zu beruhigen, ihr quasi psychischen Beistand leisten. Nun gut, nun gut. Solche Fehler können mal passieren. Ich würde sagen, es handelt sich hier um ein klassisches Kommunikationsproblem. Also, Herr Sportler, Sie sind doch zäh und ausdauernd. Darf ich Sie nochmals bitten, loszustarten, um diesmal einen Doktor der Medizin zu finden? Einen Arzt, wie man so schön sagt, jemand, der sich da unten auskennt. Jetzt reicht's aber, sowas kann man doch nicht in einer Weihnachtsgeschichte sagen. Also Sie kriegen das Mikrofon sicher nimmer. Ich habe einen Arzt gefunden. Und, wissen Sie schon was? Diese Frau ist offensichtlich schwanger. Da bin ich jetzt aber froh, dass wir einen richtigen Doktor gefunden haben. Aber wir wollen wissen, wie es jetzt weitergeht. Ja, können Sie jetzt das Kind auf die Welt bringen? Natürlich kann ich das Kind auf die Welt bringen. Aber? Es ist viel zu kalt für ein Neugeborenes hier. Wir müssen diese Frau in ein Krankenhaus bringen. Tja, das horcht sich leider leichter an, als es tatsächlich ist. Denn wer ist so tapfer, bei diesen Wetterbedingungen mit dem Auto zu fahren? Und wer hätte heute Zeit, wo doch alle bei ihren Familien zu Hause sitzen? Ein schwieriges Unterfangen, solch eine Person zu finden? Ich habe einen Kraftfahrer gefunden. Er sagt, er ist es gewohnt, zu Weihnachten zu arbeiten. Er trotzt jedem Wetter. Ich trotze jedem Wetter. Die anderen freuten sich natürlich sehr, als sie das hörten. Und gerade wollten sie der jungen Frau aufhelfen, da hatte der Kraftfahrer noch etwas zu sagen. Halt, alle können nicht mitfahren. Ich muss auf jeden Fall mitfahren. Wer sonst soll eingreifen, wenn etwas passiert? Ich muss auf jeden Fall mit. Wer sonst sollte Sie beruhigen? Entschuldigung, ich muss wohl auf jeden Fall mit. Denn wer sonst behält hier den Überblick und einen kühlen Kopf? Und so standen sie nun alle da und diskutierten und argumentierten und kamen zu keiner Einigung. Denn jeder von ihnen hatte gute Argumente und keiner wollte die junge Frau aus seiner Obhut geben. Nur der Schneider mischte sich nicht ein, denn er wusste, dass er nichts außer schneidern konnte und deshalb wollte er gerade seinen Sack holen und von dannen ziehen. Doch als er seinen Zaubersack sah, da kam ihm plötzlich die Idee. Ich weiß, wer die Frau ins Krankenhaus bringen kann. Er muss diese Uniform tragen.
Und wen stecken wir in diese Uniform? Nun ja, wir nehmen ein bisschen was von dir und deiner Ausdauer. Und ein bisschen was von dir und deinem Einfühlungsvermögen. Und ein bisschen was von dir und deiner Gabe, jede Situation zu durchblicken. Und etwas von deiner medizinischen Kompetenz. Und deine Tapferkeit. Die Helfer taten dies natürlich gerne. Doch meinten sie, dass auch der Schneider der Uniform etwas geben sollte. Doch der Schneider wusste nichts, was die Uniform von gerade ihm noch brauchen könnte. Er hatte nicht die Ausdauer eines Sportlers, nicht den kühlen Kopf eines Managers, nicht das Einfühlungsvermögen der Psychologin, nicht die medizinischen Kompetenzen des Mediziners und auch nicht die Tapferkeit des Kraftfahrers. Doch die anderen lachten nur und meinten, dass der Schneider das Wesentliche übersah. Sie alle hätten der Frau nicht helfen können, hätte sich er, der Schneider, der jungen Frau nicht erbarmt, obwohl er schon daheim von seiner Familie sehnsüchtigst erwartet wurde. Und es wäre furchtbar schade, wenn diese Gutherzigkeit der Uniform fehlen würde. Da freute sich der Schneider und steckte natürlich gern seine Gutherzigkeit in den Sack. Und als der Sack nun... Moment, du musst der Uniform auch noch etwas geben. Ich bin der Erzähler. Alle? Ja, ich glaube kaum, dass die Uniform gut erzählen muss. Was könnte sie von mir noch brauchen? Ich stehe nur hier und warte die ganze Zeit geduldig. Genau das, die ganze Zeit geduldig da sein. Denn was bringt uns diese Uniform, wenn sie keine Zeit hat? Nun los, geben Sie uns etwas von Ihrer Geduld. Na schön, na schön. Jetzt ist die Uniform komplett. Keine Sorge, meine Dame. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Ich werde Sie jetzt behutsam ins Krankenhaus bringen. So, meine Herren, das haben wir wieder gut gemacht. Danke an alle. Aber eine Frage hätte ich da noch. Wen stecken wir in diese Uniform, wenn sie nicht mehr von Zauberhand geführt wird? Dann kann jeder, der sich dazu berufen fühlt, diese Uniform tragen. Denn barmherzige Samariter werden immer gebraucht.